Aber entscheidend ist, dass heute hier diese Versammlung stattfindet, dass so viele Menschen gekommen sind. Denn natürlich schaut auch die Europäische Union, die anderen europäischen Länder, die Streiterinnen und Streiter gegen Atomkraft dort auf uns, nicht nur auf Landshut, auf die anderen Orte, auf das, was diese Bundesregierung jetzt verbrochen hat. Die Rückgängigmachung des Beschlusses, Atomkraft abzuschaffen von Rot-Grün. Sie wollen wissen, wie es hier weitergeht. Umso wichtiger ist, dass wir daran festhalten, an dem Abschaltbeschluss. Und umso wichtiger ist es, dass wir nicht nachlassen in unseren Protesten. Und entscheidend ist schon, wie die Sicherheit immer bewertet wird. Und Raimund Kammer ist ja gesagt mit dem Endlager, was es auf sich hat, dass es ja nicht gibt. Und da war hier ein schönes Schild, sehe ich es gerade nicht mehr, wo drauf stand, Endlager Wildbad Kreuth. Wäre doch mal ein schickes Angebot für die CSU und ihrem eigenen Standort. Da könnte dann die gesammelte Atommafia für die nächsten 38.000 Generationen, wie wir gehört haben, ja dann den Atommüll ja bewachen. Und ich kann nur eins sagen, die würden vielleicht strahlen, aber weniger vor Freude. Wo über internationalen Terrorismus gesprochen wird, wird nur eines ausgeklammert. Die Gefährlichkeit eines Angriffs auf Atomkraftwerke. Die Nähe von Isar 1 zum Münchner Flughafen. Und zwangsläufig aufgrund meiner Tätigkeit bin ich da oft. Und oft fliegen wir über das Atomkraftwerk ja fast schon ein. Man könnte es mit den Händen greifen, wenn man landet. Das wird absolut ausgeklammert. Alles ist immer, wenn was passiert in Bayern bei der CSU, ja, das kann alles vorkommen, weil der Mensch eben nicht alles im Griff haben kann. Da ist es dann auf einmal menschliches Versagen. Nur Atomkraft, die ist hundertprozentig sicher bei der CSU. Aber genauso sind wir unsicher zu 100% und zu mehr, wenn es das überhaupt geben will, dass das nicht stimmt. Und wenn Manfred Weber durch die Lande tourt und immer preist, dass der Erhalt der Schöpfung doch so wichtig ist und am liebsten jeden Tag die Stufen des Vatikans auf den Knien hochrutschen würde, dann muss ich schon mal sagen, dann soll er die Schöpfung vielleicht mal bewahren. Aber er ist genauso für den Ausbau der Donau, und auch das wissen wir, wie er für die Beibehaltung der Kernkraft ist. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich denn schon an einen Schöpfer glauben mag und den Erhalt der Schöpfung predigen will, dann muss ich mich dafür auch einsetzen. Dann muss ich sofort für die Abschaltung hier in Landshut sein von Isar 1. Und nicht nur das, sondern grundsätzlich die Alternativen für Atomkraft hervorheben und die befördern. Und nicht immer dagegen ankämpfen, so wie es die CSU, natürlich auch der Herr Söder und Herr Seehofer machen. Zitiert die CSU ja auch immer so gerne, auch im Europaparlament, im Umweltausschuss, überall, wie wichtig doch der Schutz des Weltklimas ist. Wie wichtig wir gegen CSU-Ausstoß, hätte ich schon bald gesagt, CO2-Ausstoß vorgehen müssen. Aber solche Versprecher kommen halt mal vor, wenn man mit diesen Schwarzen zu lange zusammensitzt. Dann wissen wir, dass 3% des Weltenergiebedarfs nur mit Atom erzeugt werden. Will ich das verdoppeln auf 6%, man muss sich die Zahlen mal anschauen, dann brauche ich 1000 Atomkraftwerke mehr. Das geht logistisch schon mal gar nicht mehr. Ich kann es technisch gar nicht herstellen. Ich werde die Turbine nicht erzeugen können und das Uran, wie wir ja wissen, ist ja auch ein endlicher Stoff. Was ist denn das für ein Beitrag zum Weltklima, wenn ich von 3% auf 6% hochfahren würde? Ein Nullsummenspiel, das wissen wir. Und dann heißt es immer, ja, wir müssen ja die anderen bewahren davon, dass die Inseln absaufen, dass die Malediven eines Tages nicht mehr existieren. Ja, natürlich müssen wir sie davor bewahren, aber mit intelligenter, mit kluger Politik, so wie es Rot-Grün damals beschlossen hat. Raus aus der Atomkraft, rein in die alternativen Energien, und das kann für die europäischen Mitgliedstaaten und für die anderen Staaten auch ein Anreiz sein. Ohne das wird es nicht gehen. Und das, was jetzt Rot-Grün gemacht hat, ist umgedreht worden, bedauerlicherweise. Das wird die Menschheit in der Tat zurückwerfen. Das wird bei uns Arbeitsplätze wieder vernichten. Das wird Investitionen zerstören. Und wenn ich von einer Bildungs-Europäischen Union spreche,
wissensbasiert, wie es immer so schön heißt. Sind ja alle schöne Begriffe. Da müssen wir sie auch mit Inhalten füllen. Und das ist unsere Aufgabe hier in Landshut, in Deutschland, als Vorreiter voranzugehen und nicht abzuwarten, dass vielleicht irgendwo anders was besser kommt. Wir sind in der Vorhand, es wurde viel geleistet. Wir haben ja gesehen, was alles gemacht werden kann, wenn wir endlich Geld auch in die Hand nehmen und investieren. Wenn wir all das Geld sehen, das seit den 70er Jahren in der Atomkraft verpulvert worden ist, ohne Folgeschäden, ohne Rücklagen überhaupt erstmal zu berücksichtigen, dann könnten wir schon viel, viel weiter sein. Und wer dabei war in Wühl, in Brockdorf, in Wackersdorf, der weiß genau, wovon wir hier sprechen und der weiß auch, warum wir nicht nur wegen uns und der kommenden Generation, sondern wegen aller Menschen weltweit gegen die Atomkraft aufstehen. Und das müssen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, auch beibehalten und weiter dagegen ankämpfen. Eines ist auch klar, da wird immer gesprochen von Schurkenstaaten, die es durchaus geben mag. Bei der Bush-Administration habe ich der Mama gefragt, wer denn hier der Schurkenstaat denn tatsächlich auch ist. Wer hat uns vieles eingebrockt? Das wird jetzt alles wieder versucht rückgängig zu machen. Leider sind die Kongresswahlen in den USA anders ausgefallen, wie wir es vielleicht erwartet haben. Nichtsdestotrotz schauen die Leute auch dort darauf, was hier in der Europäischen Union passiert, was in Deutschland passiert, welche Fortschritte wir machen und wie denn die politische Meinung auch läuft. Das gehört ja mit dazu. Und wenn wir dann sagen, wir müssen noch mehr Atomkraft weltweit etablieren, es soll es in unsicheren Staaten stattfinden. Und wer garantiert denn uns in alle Ewigkeit, dass Deutschland immer ein sicherer Staat ist? Vielleicht erinnerte man sich mal daran, dass es hier auch schon mal anders war. Dann hätte ich damals den Nationalsozialisten keine Atomkraft in die Hand geben wollen. Auch das muss man mit bedenken. Nichts ist auf Ewigkeit festgemauert. Darum müssen wir weiterhin gegen Atomkraft ankämpfen. Und als Schlusssatz kann ich nur eines sagen. Wenn diese Regierung, die wir jetzt erleiden müssen, nicht vorher zerbricht, spätestens 2013 werden wir diesen Ausstieg aus dem Ausstieg wieder rückgängig machen mit klaren linken Mehrheiten. Auch dafür gilt es zu kämpfen, sich dafür einzusetzen. Und hier ist Landshut mit ein Vorreiter. Und ich bin stolz darauf und sehr froh darüber, dass ich heute hier sprechen darf. Noch ein wunderschönes Wochenende und mit guter Musik und weiterkämpfen. Wie heißt es so schön? Schmeißt die Flinten nicht ins Korn, man kann es vielleicht noch brauchen. Danke.